Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Haus Flipper. So, wir sind im Schlafzimmer angekommen. Licht gibt's ja keins. Schalter kann ich betätigen, wie ich will. Es gibt keine Lampen. Das ist dann auch noch ein Thema. Da müssen im ganzen Haus noch Lampen an die Decke. Hier im Wohn- und Essbereich, hier in der Küche, hier im Bad und hier im Kinderzimmer. So, aber jetzt kommen wir erstmal zur Wand vom Schlafzimmer. So. Wand vom Schlafzimmer. Da könnten wir vielleicht sogar sowas hier nehmen. Oder reizvoller Lavendel. Oder amaranthfarbenes Abenteuer. Könnte, glaube ich, ziemlich cool aussehen. Ich probiere es mal aus. Nicht mit dem Staubsauger. Oder mit dem Mop. Wir färben ein mit dem... mit der Farbrolle. Mit dem Pinsel, wollte ich gerade sagen. Öha. Aber ich glaube, das kommt cool. Schönes schwarzes Bett oder schwarze Bettwäsche. Sachen passen zu den Farben hier, glaube ich, ganz gut. Also im Kinderzimmer natürlich, da muss Holzfarben sein. So. Jetzt ist die Frage... Oh, neue Fähigkeitspunkte verfügbar. Juhu! Eine mögliche Verbesserung. Wände streichen. 4 Wände zugleich. 25% schneller. 4 Wände zugleich ist eigentlich egal. Lieber schneller. So. Hier. Neue Fähigkeiten für 5 gebaute Wände. Hier habe ich keine weiteren Punkte mehr. Schade. So, das heißt, wir können jetzt hier... Naja. Ja, ein bisschen schneller ist es schon. Macht jetzt aber, glaube ich, nicht so viel aus. Naja, geht. Ja, es ist schon ein bisschen schneller. Ja. So. Gerade natürlich diese kleinen Stücke, die gehen extrem schön schnell. Schön extrem schnell. Und das ist natürlich herrlich. So, hier die Laibungen. Wie gesagt, mit den Farben muss ich mal gucken, mit der Einrichtung. Mit Farben und Einrichtung, da werde ich mich dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen austoben. Und dann je nach Einrichtung vielleicht noch Akzente setzen. Farblich. Aber das können wir dann immer noch machen, wenn die Einrichtung schon steht. Das ist das Gute. Ich habe ja so dünne Ärmchen, ich komme überall dazwischen. Und von dem her können wir da auch die Wände streichen, wenn dann schon alles da steht. So, hier noch. Und leer. Füllen Sie die Dose mit Farbe nach. Diese Dose. Naja, solange die Frauen unter euch in ihre Dose keine Farbe füllen. Findet der Frauenarzt wahrscheinlich nicht so lustig. So. Der redet schon wieder Sachen. Das sind die Farbdämpfe. Definitiv. Das sind zwar nur Wasserfarben, aber dieses Wasser, das macht mein Gehirn kaputt. Deswegen rede ich solche Sachen. Das ist ganz klar. Wasser ist schädlich. Ganz, ganz schädlich. So. Und schön. Gerade so leer gewesen. Wunderbar. Das sieht geil aus. Okay, wir brauchen Zimmertüren. Oder? Ja, ich glaube, mittlerweile brauchen wir Türen. Shop. Hause, Türen und Fenster. Türen. So, Innentür, Vero Weiß. Ja. Sauna, Glastür, Schiebetür, Süleis.
Ne, wir nehmen die Innentür weiß. Wir kaufen viel. Ja, hier würde ich sie gerne reinhaben. Und hier würde ich gerne eine reinhaben. Und hier natürlich. Und hier in der Küche machen wir keine rein. Gut, das reicht. Okay, dann haben wir hier... Die gehen ja eh immer in beide Richtungen auf, ne? Ja, das ist ja hier. Die sind zwar innen angeschlagen, also eigentlich falsch rum. Nein, die hier ist falsch rum. Die ist so. Wie ist denn das immer? Nein, die schaut doch immer in den Raum rein. Ja, die geht doch nach außen auf. So ein Käse. Oh, Quatsch hier. Wie mache ich das jetzt? Verkaufen. Ja, natürlich. So müssen die sein. Ja, so ist die richtig rum. Okay, dann nochmal zurück ans Reißbrett. Nochmal kaufen. So, Shift um zu drehen. So ist die nämlich richtig. Nein! Rechte Maustaste gedrückt. Nicht zu empfehlen. So, und hier... Achso. Hab ja gesagt, ich kaufe nur eine. Und so. Die hier steht raus. Die ist auch nicht richtig drin. Die hier ist richtig drin. Steht die dann hier über? Nein, ich glaube, genau so gehört das. Bei der ist es auch richtig. Nicht mal Türen kann er richtig einbauen. Aber schon komisch, dass die dann hier nicht übersteht. Naja. Wir verchecken die hier wieder. Und kaufen noch mal eine. Einmal drehen. So. Und schwuppdiwupp. Jetzt ist das richtig. Sehr schön. So, Heizkörper haben wir hier schon. Dann würde ich sagen, machen wir noch einen Heizkörper hier. Ja, wir sollten in der Küche schon auch einen Heizkörper haben. Ist hier das Fenster dreckig? Nö, das ist nur Textur. So, das heißt Anschlüsse. Anschlüsse für eine Heizkörperinstallation. So, den würde ich mal gänzlich hier weit an den Rand setzen. Ah, wohl, nee, da. Nee, dann machen wir den schon mittig. Denn da will ich noch so viel wie möglich Küche haben. So L-Küche mäßig. Und hier dann auch noch Hochschränke und sowas, wahrscheinlich. So, hier haben wir einen Heizkörper. Hier haben wir einen Badezimmer-Heizkörper. Ich kann die Türen eigentlich mal offen lassen. Hier brauchen wir noch fürs Kinderzimmer brauchen wir noch einen Heizkörper. So, jetzt kaufen. Der kommt wie gewöhnlich unter das Fenster. Macht man ja im Normalfall so. So, dann könnten wir eigentlich mal an die Lampen gehen. Denn die Decke ist ja auch schon fertig. Elektrische Ausrüstung. Deckenventilator. Oh ja, kaufen Sie viel. Einmal beim Kind. So. Selbstverständlich einmal im Schlafzimmer. Oh, wir haben Klimaanlagen. Dann nicht. Stimmt, wir haben ja in jedem... Also hier ja nicht, da braucht man ja nicht. Aber wir haben hier... Ja, wir haben in jedem Zimmer eine Klimaanlage. Hier ist eine Klimaanlage. Hier ist eine Klimaanlage, die wir verkaufen können. Die sieht anders aus als die Klimaanlage. Ist die hier Schrott oder was?
Ich guck mal, ob wir hier nochmal eine Klimaanlage kaufen können. Wasserkocher. Kühlschrank Japan. DVD. Ventilator. Elektroherd von Klimaanlage steht da gar nichts. Einbau Klimaanlage. Okay, die sah nur einfach anders aus. Jetzt kaufen. Na ja, gut, dann montieren wir die eben auch gleich. Haben wir das nicht schon gemacht? Haben wir nicht genau hier sogar eine montiert? Weil hier keine drin war. Das könnte sein. Einhängen. So, hier. Kabel rein. Gut, dass ich die jetzt nicht auch noch sortieren muss. Brauche nur draufklicken. Aber muss schon auf alles draufklicken. Ey, das kann man hier noch weiter reinschieben, ne? Komische Lüsterklemme hier. So, die Rohre zusammenstecken. Aber. Und die Abdeckung drauf. Fertig. So, und hier? Die sieht halt mal ganz anders aus. Und die auch. Na ja, gut, lassen wir sie mal. Komisch, warum hat der solche und ich nicht? Hier so mit Anzeige und so. Und die, die ich einbauen kann, ist nur so eine lumpige. Mhm. Naja gut, wir kaufen mal ein paar Heizkörper. Heizung. Jetzt kaufen. Zack. Und montieren. Dass hier im Kinderzimmer auch schön warm wird. Zip. Fenster ist zu. Hier haben wir einen Heizkörper. Hier haben wir auch einen Heizkörper. Hier in der Küche war noch einer, ne? So, dann hier auch einen Heizkörper hin. Schwuppdiwupp. Große Zange rausgeholt und festgezogen. Okay, Heizkörper installiert. Der hier auch. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ein paar Lampen. Lampis, 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 Lampen. Deckenlampen. Mini-Halogenlampe. Deckenlampe, Regenbogenfarben, perfekt fürs Kinderzimmer. Birke, sechseckige Deckenlampe. Leuchter. Strich. Reflektor, Kronleuchter, Tulpen. Eieieiei. Also das hier ist auf jeden Fall wunderbar für die Kids. Für das Kit. Also sieht aus wie... Hui, ist das hell? Okay, schön. Wunderbar, funktioniert. So, dann brauchen wir hier für den Flur. Ich mag diese Spots, mag ich ja eigentlich schon ganz gern. Aber hier könnten wir eine Wandlampe nehmen. So eine oder so eine? Hm, wir machen mal auf Wandlampen. Das hier ist eher fürs Bad. Genau, steht ja sogar dran. Doppelte Wandlampe fürs Bad. Wandlampe Lux, die sieht auch nicht so schön aus. Diese, naja, Saunalampe, nee, ich glaube, dann nehmen wir die hier. Lampenschirm in verschiedenen Mustern. Ich glaube, dann nehmen wir den klassischen. Oder nehmen wir da eine Farbe. Hm, hey, die Textur ist ja von hinten durchsichtig. Anderen Rahmen, schwarzen Rahmen. Nein, silbernen Rahmen, weißen Schirm. So, kauf mal mehrere.
Dann machen wir hier eine. Ne, dann machen wir hier. Machen wir hier eine hin. Und dann machen wir hier noch eine hin. Und hier. So, damit müssten wir hier eigentlich auch genug Licht haben. Die hier geht nicht. Warum geht die nicht? Da geht nur eine, geht nur die hier. Warum geht die nicht? Geht die hiermit an? Nö, geht die hier im Bad mit an? Nö, komisch, warum geht die? Hä? Aber die geht schon hier an. Komisch. Geht da nur eine an? Naja gut, dann tun wir die anderen halt wieder weg. Sowas ist doof. Ich dachte, das würde funktionieren. Oder ist da ein anderer Lichtschalter hier vorm Flur? Ach, oder brauchen wir noch einen Lichtschalter? Vielleicht. Ich guck mal, ob wir hier Lichtschalter haben. Standardlichtschalter, moderner Lichtschalter. Was ist der Standardlichtschalter? I. Sehen beide kacke aus. Naja, wir kaufen viel erstmal. Ich probiere mal, wenn wir hier noch einen hinmachen. Da noch einen und den dann da wegmachen. Den alten hässlichen Dinger. So. Ah, jetzt habe ich natürlich die Lampen schon wieder entfernt. Pass auf. Ach so, nee, vielleicht geht's ja wirklich nur mit einer. Das muss ich ja ausprobieren. Jetzt kaufen. So, mal schauen. Ah, jetzt tun die beide. Okay, cool. Also, dann können wir hier nochmal eine kaufen. Und die hier hin machen. Müsste auch noch gehen, oder? Ja. Okay, gilt, die Schalter gelten also tatsächlich für die jeweilige Raumseite. Aber hier, komischerweise geht's trotzdem. Das heißt, Quatsch, das will ich haben. Ja. Der ist zwar jetzt irgendwo an einer echt komischen Position hier, aber geht. Muss anbleiben, dass er anbleibt. So, jetzt haben wir Bewegungsmelder überall. Sehr schön. Gut, dann hier drin. Es wird nämlich gerade auch draußen stockfinster. Was machen wir hier für eine Lampe? Einmal Deckenlampen. Das da vielleicht. Oder so eine. Oder ein Kronleuchter mit Tulpen. Nee, das muss schon irgendwie modern sein. Mini-Halogenlampe. Mal schauen. Wo kommt überhaupt das Bett hin? Ich würde sagen, das Bett kommt hier hin. Dann sollten wir hier über dem Bett welche haben. Hier eine über dem Eingang. Und hier beim Schrank auch noch welche. So. Oha. Okay, das ist sehr hell. Aber es leuchtet nur eine. Es leuchtet nur die hier. Warum leuchtet nur eine?
Das verstehe ich nicht. Hier geht sie nicht, da geht sie, aber sie leuchtet nicht. Was ist denn, wenn ich die jetzt wegnehme? Okay, die leuchten, aber man sieht nicht, dass die leuchten. Das ist natürlich blöd. Dann kann ich genauso gut die hier nehmen. Und zwar viel. Haben wir aber hier halt nur 2 und keine 300. So, das sieht schon besser aus. Ja. Okay, aber der alte Lichtschalter muss auch noch weg. So. Lichtschalter modern. So, hier kommt der hin. Nein, der kommt hier hin. Okay, wunderbar. Hätten wir also hier auch Licht. Sehr schön. Hier haben wir Licht. Hier haben wir Licht. Und im Schlafzimmer haben wir Licht. So, dann geht's jetzt ins Bad. Und dann verpassen wir im Bad auch ein bisschen Licht. Aber das, meine Freunde, machen wir erst morgen, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei House Flipper in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.